Spielabbruch, Aufgabe von Juli und Carla. Mann, ist das ärgerlich. Wir haben ja im Prinzip alles riskiert von Anfang an. Deutscher Meister 2090. Haben beide Tränen in den Augen gehabt. Go, 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 go! Du bist halt komplett alles, was im Winter war. War eh wahrscheinlich schon ein Hund. Ich finde aber, dass es scheiße ist. Wenn wir da hinfahren, dann nur, wenn wir auch gewinnen. Man will da hin, man will da gewinnen. Also alles andere kann zwar vielleicht auch Spaß machen, cool sein, aber eigentlich zählt nur das Gewinnen. Satz Ausgleich in dieser Frauenfinale. Also hätten wir, glaube ich, 2-0 gewonnen, wäre es gar nicht so in Erinnerung geblieben,ja. Das Spiel an sich und das Finale. Carla Borger und Julia Sude gewinnen den Titel, sind Deutscher Meister 2019. In Timmendorf Gold zu holen, das war so das Highlight am Ende der Saison. Er ist noch hier. Er ist noch hier, den wollte man nicht ganz so schnell wieder abgeben. Unser letztes Spiel auf dem Center Court war das Finale von 2019. Und wenn man dann wieder kommt und man sieht, eine kleinere Tribüne, wie eine deutsche Tour bei schlechtem Wetter, und es sitzen so pärchenweise weit voneinander entfernt die Zuschauer. Zu allem Unglück noch dazu habe ich mir im letzten Training in Stuttgart in der letzten halben Stunde ein Außenband angerissen. Wir wussten eben nicht, wie Juli es mit ihrem Fuß hinbekommt. Das war ja dann schon eher so ein bisschen ein Schock im Training, weil man erstmal nicht wusste, kann sie überhaupt starten. Ich wusste, ich tape's einfach und probier's. Und dann hat es auch, also für mich überraschenderweise, ganz gut funktioniert. Man hat es am Anfang wohl gar nicht gesehen. Hier ist Carla Borger! Man hat denen einfach auch so ein bisschen die Nervosität angemerkt, schon im Spiel dann auch. Es war schon überraschend, dass es so gut funktioniert hat, also dass man eigentlich fast nichts gesehen hat. Interimsteams sind immer sehr gefährlich. Wir haben an dem Tag irgendwie nicht so unser Spiel gefunden. Ja, es ist so ein typisches Sideboard-Spiel gewesen. So, Melli hat sehr gut abgewehrt. Wir waren irgendwie auch nicht ganz auf der Höhe. Auch viele Fehler im Aufschlag. So ein paar Sachen untypisch eigentlich so für uns. Und natürlich hat man gemerkt, dass es irgendwie nicht so flutscht, wie sonst immer.
Janis haben wir so ein bisschen verdattelt und die so ein bisschen selber stark gespielt. So, das war unnötig. Ich möchte nerven. Nehmt gerne Platz. Freut euch auf dieses Spiel. Auch hier in der zweiten Runde. Wir sind in 3 Sätze plus verloren. Das weißt du dann auch im Kopf, dass es dann schwer wird über. Also nicht, dass es schwerer wird, nicht unmöglich, aber eben mit einer Verletzung, dass es dann für den Fuß natürlich unangenehmer wird, dann je mehr man spielt. Danke. Ich war mir sicher, wir gewinnen. Ich war mir sicher, dass wir da, dass es auch sein kann, dass es knapp wird, beziehungsweise in manchen Sätzen oder manche Spielzüge auch eng werden. Wir hatten auch das Jahr zuvor uns erst irgendwie so hinten raus im Turnier gesteigert. Es sah knapper aus, als ich mich eigentlich im Spiel gefühlt hatte. Ja, ich glaube, ich packe mich gleich in die Eistonne, da kann ich mich von oben bis unten kühlen. Sehr gut, warum hat das gar klasse? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir haben das Mittagessen verpasst. Er meinte, er legt extra was zurück, wenn es alles länger dauert. Und ich meinte, ja, wir werden schon irgendwie pünktlich kommen, aber ich glaube, das ist. Naja, kein Problem. 3 Spiele, also kein Essen. Wisst ihr, was ihr seid? Mit der TK-App und auf tk.de. Wir haben uns ganz normal vorbereitet. Klar ist dann das 3. Spiel am Tag. Das merkst du irgendwie schon, aber ist ja auch egal, weil du musst da irgendwie durch. Also ich hatte eigentlich ein ganz gutes Gefühl zumindest, als wir dann da rein sind. Wenn du alle die Spiele vorher auch nicht gut spielst, heißt es ja noch lange nicht, dass du dich noch steigerst. Wir haben halt das ganze Turnier gar nicht, bis auf vielleicht das erste Spiel, das vielleicht einmal ausgenommen, nicht so richtig reingefunden. Also es waren nicht wir oder unser Spiel, wir haben nicht das gespielt, was wir normalerweise spielen. Drehen, ist es mir einfach oben in die Bizepssehne ein bisschen reingezogen und es war eigentlich nichts Schlimmes. Das kann ja mal passieren, wenn du richtig blöd den triffst und dann auch das mit dem Handgelenk ein bisschen abdrehst. So, dann hat mir direkt an die Schulter gefasst und dann musste ich voll anfangen zu heulen und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen eine Medical. Kannst du freuen, Teil. Bei mir wäre okay. Du mit Julius und David, ne?
keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen, wie es morgen ist. Weißt du, was ich meine? Jetzt morgen auch hinzuschmeißen, ist, glaube ich... Das finde ich ganz schön krasser Mordkram, wenn man so mag, aber... In so einer was Person, ich meine? Das hat mir nicht mal gescheit. Ja. Zweieinhalb Minuten sind um. Danke. Habt ihr über dieses Thema noch schon mal gesprochen? Wir haben ja immer mal wieder thematisiert. Aber ich glaube, das macht auch keinen Sinn. Trotzdem. Das Schinken ist scheiße, aber es ist in Ordnung. Deswegen wir würden mit Ach und Krach das vielleicht noch umdrehen. Weißt du, was ich meine? Und dann stehen wir morgen und es hilft. Es wird, wie gesagt, es wird bei dir ja die morgen besser. Also wenn, dann wird es morgen, kriegst du nochmal so einen riesen Adrenalinschub, dass du nochmal richtig einen High bekommst. Das, aber ist die Frage, weißt du, was meine? Ob das vertraut? Ja, nein, raus. Ihr seid zu lange im Geschäft. Das bedeutet Abbruch. Das ist natürlich richtig doof. Und da sieht man die deutsche Meisterin. Juli hat da sehr glasige Augen und wir drücken die Daumen. Spielabbruch, Aufgabe von Juli und Carla. Mann, ist das ärgerlich. Bitte, liebe Arman Hager Arena, haut einen ganz fetten Applaus raus. Erhebt euch dafür. Alles Gute. Gute Besserung. Es war halt eh die Frage, ob man überhaupt spielt, ne? Also ich meine, dass die Verletzung war ja schon so sehr einschränkend. Und es war klar, dass es nicht einfach wird. So, man hat halt gehofft, dass man auf so eine Welle irgendwie mitreitet und das halt irgendwie gut macht. Und das hat dann nicht so funktioniert. Und jetzt war halt am Ende, Juli meint ja selber, dass sie sich nicht sicher fühlt, so, und dann macht das auch halt keinen Sinn. So, und dann ist es ein Moment, wo du einfach sagen musst, okay, gut. Nee. Olympische Punkte gibt, sind wir im Prinzip gezwungen, da hinzufliegen. Ja, das ist auch eine andere Situation. Ne? Und das ist dann irgendwie den Athleten wieder gegenüber nicht fair, finde ich. Wenn die dann entscheiden müssen, Gesundheit oder Olympische Punkte. Vor allem das Risiko jetzt, wenn es für Olympia nicht zählen sollte, dort zu spielen und weiß nicht, macht überhaupt keinen Sinn. Also das ist... Und ist ja eh durch jetzt, ne? Viele Fragezeichen, die man wahrscheinlich erst in der nächsten Zeit irgendwie beantworten kann, wie man das in Zukunft gestalten kann. Ja, ich hatte gestern mit ein paar, die schon vor Ort, also die in einem Trainer Kontakt und ein paar Athleten, irgendwie 4 Männerteams. Bei den Frauen ist soweit alles in Ordnung. Irgendwie schon krass. Ja, und du brauchst halt irgendwie eine grobe Richtung. Genau. Ne? Also, dass jeder Bescheid weiß, okay, wenn es einen positiven Fall gibt zum Beispiel, dann wird das Team ausgeschlossen oder wenn die Kontakte hatten, wie auch immer, dann zählt es für das Geschlecht nicht oder man macht das ganze Turnier.
nicht, dass es nicht gezählt wird. Ja. Habt ihr irgendwas in Aussicht? Ja, Bundesliga und Deutsche. Dieses Jahr noch? Ja, und EM. Also über die EM wird noch entschieden, aber das bis jetzt steht es noch. Krass. Und soll noch stattfinden. Wann und wo? Wo? Aserbaidschan, Baku. Entschuldigung. Und im Dezember. Soll zählt die irgendwas für Bücher? Theoretisch ja, du kannst dir Quotenplätze holen, aber keine Ahnung. Das heißt so wie bei uns, wo du nicht weißt, ob es Olympia zählt oder nicht bis zum letzten Moment. Ich glaube, es hängt davon ab, ob sie stattfindet oder nicht. Und also ich weiß es nicht. Das Problem ist, wir haben ja nächstes Jahr im April nochmal eine EM. Also theoretisch könntest du auch den Organisatoren sagen, okay. Das schildert man um. Nee, dann verschiebt man die Qualifikation, die da jetzt eigentlich stattfinden sollte, vielleicht einfach auch auf nächstes Jahr. Bloß ist es ein anderer Modus. Wir haben ja eine Mannschafts-EM und eine Einzel-EM. Und nächstes Jahr ist eine Einzel-EM. Also passt es eigentlich vom Modus her da nicht rein. Und die Deutsche soll wo stattfinden? Düsseldorf. Ah ja. Ah geil, wann? 7.8. November. Ja, ich bin also auf jeden Fall fester Überzeugung, dass das nicht für Olympia zählen kann, darf. Hallöchen. Keine Antwort. So, es war nicht klar, was ist, wenn jemand während des Turniers positiv getestet ist, was genau passiert. Okay, ist noch nie vorgekommen, hat man noch nicht, aber man hätte mal so einen Fahrplan. Okay, wenn das passiert, dann müsste man das abwägen oder so ein Stück weit. So, und ich finde, das fühlt sich immer noch an, die wollen das jetzt da durchziehen, weil es gut für den Sport, dass eine Europameisterschaft stattfindet. Ja, natürlich spielt man generell gerne eine EM, aber es kamen irgendwie so viele Sachen zusammen. Dann hätten wir auch die Woche nicht voll trainieren können. Wir hätten Tim noch nicht spielen dürfen. Bis Freitag. Dann wussten wir nicht, wie ist es überhaupt mit der Anreise. Hm. Also so viel Chaos und so viel Fragezeichen, dass, ja, wer weiß, ob man da dann gut gespielt hätte, wenn man schon mit so einem Kopf irgendwie da anreist. Komm! Also ich bin der Überzeugung immer noch, dass das die richtige Entscheidung ist, die EM abzusagen. Ich finde, wenn man so die komplette Corona-Zeit sieht, mit Olympia-Absage erstmal gar nichts machen, dann okay, dann fängt wieder mal irgendwie an, dann habe ich ja direkt die Beachliga gespielt. Und dann quasi nach der Beachliga versucht irgendwie wieder so einen kleinen über ein paar Wochen. Das heißt, du bist halt komplett alles, was im Winter war, war eh wahrscheinlich schon ein Hund.